360 Football hier mit einem neuen Video. Heute gibt es die ultimative Puma Challenge. Wir haben ein paar Top-Spielerinnen und Spieler eingeladen. Wir machen drei Übungen, die Dribbling-Übung, Playspot und dann natürlich auch noch eine Schussübung. Schauen wir, wer die beste Spielerin oder der beste Spieler wird. Legen wir direkt los. Vamos! So, kommen wir nun zur ersten Challenge. Hier die Sportstation. Jetzt jeder Spieler, Spielerin hat drei Versuche. Der Beste von allen zählt. Wer will anfangen? Flavio. Okay. Komm. Okay, okay. Und 99. Stark. Und go, und go, und go. Weiter, weiter, weiter. Komm, egal, egal. Okay, 11 zu 71, das geht besser. Und los. Ja. Okay. 11, 21. Und los, komm. Und raus, und raus, und raus, komm. 10, 80. Mich steht immer noch auf dem ersten Platz hier. Und los. Super, super. Und 9,99. Und was habe ich gesagt? 10,33. Super, super, super. 10,59. Super, macht er gut, macht er gut. Und ist es? 10,29. Bitte weiter, mach's fertig. Kommen wir zur zweiten Challenge, die Blazepots Challenge. Die geht folgendermaßen: Es wird nachher immer eines dieser drei Lichter blau blinken. Dann muss man hier hin, das berühren und so weiter. Das Ganze machen wir jeweils 15 Sekunden. Es sind wieder drei Durchgänge für jede Spielerin oder jeden Spieler. Und dann möge der Beste oder die Beste gewinnen. Vamos! So, Flavio ist wieder der Erste. Und jetzt, komm. Yes, eins. Tempo, Tempo, Tempo. Zwei, sehr schön. Drei, weiter. Vier, jawohl. Fünf, komm. Sehr gutes Tempo bis jetzt, komm. Sieben, acht, neun. Okay, Nummer eins, Flavio mit neun. Michel Nummer zwei, die hat die erste Challenge dominiert. Das gibt's ja nicht. Yes, eins, sehr gut. Fester, fester, fester. Aber zieh durch, komm. Drei, sehr gut. Vier, fünf, weiter. Sechs, weiter, weiter, sieben. Okay. Sieben. Alessio, unser Youngster. Komm. Weiter, 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 Junge. Drei, vier, fünf. Sechs, weiter, sieben, acht, und jetzt komm, bam, schön, fester, 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 weiter, bam, drei, komm, 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 vier, fünf, weiter, sechs, nochmal ein, komm, okay. Ja, komm, Junge. 5, sehr schön. 6, gutes Tempo. 9, okay, 9 bestätigt.
Jawohl, Michel, komm. Komm, komm. 8, 9. Sauber. Sehr gut, sehr gut. Ui, okay, dann haben wir schon 3 Spielerinnen und Spieler mit 9. Komm. Jawohl, zieh. 6 weiter. 7. 7. Sieben. 8. Ah! Okay, Flavio bleibt bei 9. Sehr schön. 8. 9. 10. 11. Oh la la! Michel, was für eine Maschine. Das ist ja nicht mehr normal, du. 7. 8. Weiter geht's. 6. 7. 8. Oh! Schade. Dritte Challenge natürlich, eine Schuss-Challenge, und es ist die Two-Touch-Challenge. Langer Ball annehmen, schnell abschließen. Jeder hat 6 Abschlüsse und natürlich die meisten. Wer die meisten Tore macht, hat natürlich gewonnen. Devin ist da hinter der Kamera, ist unser Profi-Torhüter von Portero. Wow, einfach wow. Es ist ein bisschen kalt, darum legen wir los. Mit seinem linken Fuß. Ready, komm! Oh, ja, der Torhüter, das ist ja nicht mehr normal, du! Zweiter. Ja, weiter, da ist der Touch noch ein bisschen zu nah. Oh, la la! Das war ein Tor, stark. Weiter, das war Nummer 4. Noch 2. Oi! 2 Tore für Flavinho. Das ist stark. Starke Vorstellung. Jetzt ist die Leaderin dran von der ganzen Challenge, Michel. Hoi, mit dem ersten Tor, erster Schuss, Maschine. Okay, zweite gehalten, natürlich von Devin. Dritter Schuss. Ja, knapp. War noch ein dritter Touch da. Nummer 4. Schwieriger Ball. Nummer 5. Ja, mach ihn noch, komm. Letzter Ball. Okay, ein Tor. Ready? Jetzt ist Alessio dran. Erster Ball. Guter Touch. Oh. Den hält Devin natürlich souverän. Zweiter Ball. Schnell abschließen. Komm, Junge. Weiter geht's mit unserem Youngster. Komm. Nummer 3, weiter, 4, super Touch, 2. Schafft er noch ein Tor gegen dieses Torhüter-Ungeheuer? Oh, nochmal. Okay, gut gemacht. Stark. Und noch der letzte.
super gemacht. Okay, auch ein Tor. Bis jetzt Flavinho der Leader. Und dann kommt Julia. Die letzte Spielerin. Schwieriger Ball. Aber was für ein Schuss. Ja, den müssen wir geben. War ein schwieriger Ball, hat sie gut gemacht. Jawohl, super Touch. Nummer 2. Gut gemacht. Nummer 3. Torhüter unsicher. Weiter geht's. Nummer 4. Guter Touch. Oh la la. Knappe Sache. Und dann noch die letzten 2. Gut gemacht. Uhu, zweites Tor. Letzter Ball. Schnell, schnell, schnell. Und gehalten von dieser Maschine hier. Ja, Challenge beendet und wir haben eine klare Siegerin. Das ist Michelle. Und zwar kann sie mit uns ein ganzes Trainingsvideo aufnehmen mit dem Fokus auf sie. Das werden wir dann mit ihr zusammen natürlich organisieren. Aber alle super, super mitgemacht. Danke an Puma für die geilen Outfits, die geilen Schuhe. Natürlich kommentieren, liken etc. Abonnieren für das nächste Mal. Es ist leider gerade etwas sehr, sehr kalt. Darum machen wir es kurz. Darum, vamos!